Ja, moin, nach dem doch eher heftigen Part beim letzten Mal, ja, ist mir aufgefallen, wir haben ja noch einen zweiten Festungsring einzunehmen. Und da ist Thorsin Delancey aber schon drin und der hat hier auch noch wieder was zu erzählen. Also, der Tag ist nicht vorbei, bevor Kayla nicht in Handschellen ist. Wo ist sie denn? Corporal Duncan led a team of soldiers into the keep. It is the only avenue left for her to flee. Fortunately, our mages have already warded the exit to the underground caverns you discovered. Also, Corporal Duncan hat eine Gruppe von Soldaten in die eigentliche Festung geführt. Das ist der einzige Weg für sie, um abzuhauen. Glücklicherweise haben unsere Magier schon die Untergrundkavernen. Ja, Warded ist ja nicht versiegelt, aber sagen wir mal, mit Wachsiegeln belegt, sodass sie auch da nicht abhauen kann. Glaubt ihr wirklich, dass sie versucht zu entkommen? Es sieht eher so aus, als würde sie versuchen in einem Final Blaze of Glory. Genau, Blaze of Glory ist Sterben mit dem, also den finalen Rettungsschlag mit dem Helden-TP ausführen. Nothing turns a person into a coward faster than a defeat. Nichts macht aus einer einzelnen Person einen Feigling und nichts macht das schneller als eine richtig schön derbe Klatsche. If Kayla is not trying to flee, then we have her cornered. My troops are securing the courtyard while the Flaming Fist move into the castle. Also, wenn Kayla nicht flüchtet, dann haben wir sie eingekesselt. Meine Truppen sichern hier den äußeren Hof, während die flammende Faust in das eigentliche Schloss vordringt. I believe Corporal Duncan is looking for Kayla himself. Best hurry if you want to catch him. Ich denke, Corporal Duncan is already dead. Aber man weiß ja nie. Ich glaube, dass Corporal Duncan selbst nach Kayla sucht. Ihr beeilt euch besser, wenn ihr zu ihm aufholen wollt. Okay, wie komme ich hier rein? Was kannst du mir über die Verteidigung sagen? All I know is the outer entrances are blocked by rubble, but our forces seem to have found a way in through the roof. Okay, nice. Also es sieht so aus, als seien die Eingänge durch Schutt verstellt, aber unsere Streitkräfte haben einen Weg über das Dach gefunden. Find Kalar and do what must be done. I'll see to it the rest of the castle is secured and the Crusaders rounded up. Now go. Okay, also findet Kalar und tut, was getan werden muss. Ich werde dafür sorgen, dass der Rest der Burg gesichert wird und die Kreuzritter umstellt werden. Auf geht's. So, was ist mit ihm hier? Haha! Die Wogen haben sich gegen. Also das Schlachtenglück hat sich gegen den Kreuzzug gewendet. Unser Sieg ist sicher. Die sind sich aber immer sehr sicher. Ich war mir da überhaupt nicht so sicher beim letzten Mal. Okay, wir gucken mal noch, was hier so abgeht. Wie, hier haben sich noch Leute versteckt. Nee, hier sind alle. Ich würde ja gerne nochmal irgendwie einen. Ich war ja ein bisschen. In den letzten Parts ein bisschen schluderig, was so Ein- und Verkauf angeht, aber ich hätte jetzt eigentlich. Oh krass, was ist das hier? Ich hätte jetzt eigentlich gerne die Möglichkeit, nochmal Heiltränke zu kaufen. Aha. Obwohl er seit Dekaden tot ist, ist dieser rote Drachen oder das Skelett davon, das über dem Schloss thront, immer noch strahlt das Ding immer noch Bedrohung aus. So. Okay, übers Dach, sagten sie. Denn hier sieht's nicht so aus, als kämen wir hier rein. Naja, nun komm, die Tür geht garantiert nach innen auf. So, meine Leute sind auch schon müde vom vielen Kämpfen. Wer kann ihnen das nachsehen? Hier hätte man auch durchbrechen können, sehe ich gerade. Okay. Ja, aber wo kommen wir jetzt aufs Dach? Hier vielleicht irgendwo? Da. Ich klicke das einfach mal an und gucke, wie wir da hinkommen. Über die Treppe! Ach, wir gehen über die Wirbelsäule des Drachen da hoch. Das wäre natürlich nice.
Ah ja, hier. Der Treppe entlang. Okay, easy. Schön, schön, schön. Okay, wir haben hier alles einge... Da ist Dosia, meine Lieblingsdose. Die war doch Klerikerin oder sowas. Hallo, ich brauche Heilung, yo. Jawohl, ja. Spenden, Heilkräfte. Ja, gespendet wird nicht, Leute. Heilung kann sie nicht. Die kann auch Tote erwecken, sollte es mal dazu kommen. So, da. Kaufen, Kauf. Können das ja eigentlich alles kaufen. Ja, so viel Kohle. 34.000. So, dann machen wir das noch einmal. Wobei er müsste sich selbst regenerieren. Passt schon. Wir werden ja, bevor wir da reingehen, werden wir ja bestimmt nochmal... Hatte die nicht auch einen Laden? Ach komm, bitte, hab auch einen Laden. Das ist doch alles gemein. Ich will nicht spenden. Ich müsste doch rufen, müsste ich mal... Und sie sagen nur, ja, und es fehlen echt ganz wenig EP. Naja, vielleicht kriegen wir die ja noch zusammen. So, wo ist denn... Jetzt hätte ich gerne das Misena oder so, weil einer hier dann auch noch was wieder was verkaufen würde. Oh, nein, nein, oh, Alter, da geht's rein. So, wir rasten hier erstmal. Ich glaube, das ist der richtige Call. Who? So much death. And to what end? Oh, das ist eine Traumsequenz. Wieso kann ich denn von... Also wenn Bibman von Kela träumt, die hat bestimmt als Paladin oder finsterer Streiter oder was auch immer, die ist viel Charisma, dann doch nicht von ihr als Kind. The fuck? Also, so viel Tod. Aber warum? I had to make it right. I had to save them. Save him. Whatever the cost. Ich musste das Richtige tun. Ich musste sie retten. Ihn retten. Was auch immer es kosten möge. Und wieso nimmt hier immer noch so ein... No victory without sacrifice. What are you prepared to lose? Have you anything left to surrender? Und wieso ist in diesem Traum nicht nur jetzt die erwachsene Kela immerhin, sondern auch hier wieder der verhüllte Mann unterwegs? Das entwickelt sich hier doch ziemlich ungut. Also, es kann keinen Sieg geben ohne Opfer. Was hast du vorbereitet zu verlieren, Bib? Hast du irgendetwas übrig, was du aufgeben kannst? Ich würde sterben, bevor ich noch mehr verliere. Ja, ich verliere hier nicht noch mehr. Es muss einen anderen Weg geben. You can walk but a single path. Dire consequences await those who try to find another way. Believe me, I speak from experience. Also, du kannst nur diesen einen Weg gehen. Schreckliche Konsequenzen warten auf euch, wenn ihr versucht, einen anderen Weg zu finden. Glaubt mir, ich spreche aus Erfahrung. Und Siege of Dragonspear ist auch ein sehr lineares Spiel, wo du eigentlich auch nur einen Single Path gehen kannst. Davon mal ganz ab. Ha. You need not embrace your fate, but ultimately you will accept it. You can do nothing else. Du brauchst ja nicht d'accord mit deinem Schicksal gehen und es umarmen, aber letztendlich wirst du es akzeptieren. Du kannst eh nichts anderes machen. Oh nein, der Schlechter. Aua! Alter, One-Hit-KO mal wieder. Und ich hab fertig gerastet. Und alle sind wieder vollgefüllt. Und wir gehen da rein. Okay, leider hat die Traumsequenz keine... Whatever you like. ...neue EP gebracht. A team like this can't be beat. Okay. So, was ist hier los? Hier sind Söldner der flammenden Faust. Das heißt, hier sollte ich noch sicher sein. Und da ist Belegarm. So, was ist mit ihm? I have many fine wares. Ich brauche... Okay, ich brauche mal das hier. Okay, mal gucken. Also, er hat hier viel Schrott dabei. Schrott. Winterwolfspelz habe ich ihm garantiert verkauft.
Viel Schrott. Schrott, 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 Schrott. Schrott. Ja. Toll. Ich brauche Potions. Leute, ist mir egal. Also, wir kämpfen garantiert noch gegen einen Teufel oder sowas. Gegen irgendwas aus der Hölle werden wir kämpfen. Also kein Stab des Feuers. Das wird nicht so viel bringen. Mhm. Aber wir kaufen mal alle Heiltränke, die er hat. Und alle Heiltränke, die er hat. Oh, what? Ja, kostet ja nur 11.000, ne? Und alle Gegengifte, die er hat. Er hat 75 Stück, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Was ist ein Regenerationstrank? Das heilt über Zeit. Wendigkeitstrank. Aha. Die scheint neu zu sein hier. So, guck mal, wir kaufen hier noch die Tränke. Wolkenriese, Sturmriese. Wir kaufen Sturmriese. Hat er nur einen. Den kaufen wir aber auch. Ach, kann ich schon gar nicht mehr, weil mein Inventar voll ist mit ihr. Top. Nee. Weil das zu teuer wäre. Okay, die kleinen Heiltränke kaufen wir nicht. Brauchen wir nicht. Monsterherbeirufung. Das kaufen wir allerdings. Und wir kaufen... Na, zusätzliche Ziele, die umgeklatscht werden können, ist immer gut. Wir kaufen die. Gut draufhauen ist immer gut. Feuerschutztrank. Warum denn nicht? So. Ja, aber ich glaube, den Rest haben wir eigentlich noch ganz gut dabei. Oh, der hat hier nochmal jede Menge Zauber, ne? Kann Bib davon irgendwas lernen? Es sieht nicht so aus, sonst müssten die doch grün hinterlegt sein, oder? Habe ich tatsächlich sowas Doofes wie Illusionen entdecken gelernt? Kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Gucken wir gleich mal. Ist das hier voll? Ja, natürlich. Sarivox Tagebuch kostet immer noch was. Ja, kurzer Blick. Illusionen entdecken, habe ich tatsächlich. Ja gut, dann prima. Sweetheart. Speichern wir nochmal. Da ist eine Geheimtür oder sowas. Whatever you like. Ne, ein Vorhang ist da. Ach so, der war sogar schon offen. Na, was macht ihr hier für lustige Sachen? Sir, wir haben die Kisten noch nicht geplündert, yes, Sir. Aus gutem Grund, da ist eine Falle drin. Und die ist abgeschlossen. Hier sind schöne Pfeile. Und die ist auch abgeschlossen. Jawohl. Also das, was wir jetzt auf jeden Fall gebrauchen können, sind Tränke. Yes, dear. Und so langsam... My pockets are a little full. I can't carry that too. Everything. I dropped it. I dropped it. Alle haben schon wieder ein volles Inventar. Gut, dann packen wir die Tränke erstmal zurück. Ich glaube, die scheiß Weinflaschen können wir jetzt mal wegwerfen. So, ganz ehrlich, also... So, Bib, dann geh mal hin. Dann guckst du dir das halt aus. So, Pfeile, man weiß ja nie, wofür man sie noch brauchen kann. Okay. Yes, yes. 92 Erfahrungspunkte. Hier könnten doch gerne noch ein paar Fallen sein, die Safana entschärfen kann. Also, wie ich das sehe, müssten wir jetzt ja eine Etage drüber sein. Oder zwei über dem Keller. Was ist hier? Ach so, geil. Das sind die Haupttüren. Nee, dann sind wir im Erdgeschoss jetzt anscheinend. Ach, und das Obergeschoss gab's gar nicht. Okay, ist ja wohl anscheinend dann doch eine sehr kleine Burg. Aber da geht's nach oben. Und, aber da geht's innen nach oben und hier geht's nach draußen. Aber, wie kommen wir da hin? Gar nicht. Wollt ihr mich verarschen? Ach doch, hier bestimmt durch. Okay, das loote ich gleich alles offscreen. Da gucke ich, allerdings nochmal durch, weil wegen der Fallen. Möglichkeiten auf Fallen. Hier sieht es auch nach einer Geldtruhe aus. Genau, und alles, was hier sowas ist, hilft ja jetzt. Worum geht? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Feuerschutztrank. Yes, yes. Magieschilde.
Und Magiewiderstand. Ja, wir packen erstmal alles in den Beutel und teilen das später wieder aus. So, hier war doch noch irgendwie ein Fragezeichen. Da. Weapons, Waffen, Schilde, Rüstung und ganz viel verschiedene Art finden sich hier. Aber alle sind scheiße. Your need. Whatever you like. Aha! Alter. So, also falls wir Geldsorgen hatten, jetzt haben wir sie nicht mehr. Yeah. Yes, dear. Ja? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ach, geil. Das ist unsere alte Kohle aus dem ersten Teil. Die sie uns weggenommen hatten, damit wir hier uns nicht gleich alles zusammenkaufen. Also, das ist handwritten, aber super effizient geschrieben. Und es ist total unpersönlich. Okay, so. Also, lieber Bib, es hat mich länger... Hat länger gedauert, euer wertvolles Eigentum an Gold zusammenzusammeln, als es mich hätte dauern lassen sollen. Und es dauerte noch viel länger, euch das zurückzugeben. Ich kann euch nicht sagen, wie glücklich ich bin, dass ihr total höflich und geduldsam mit mir wart. Hier findest du alles. Und was ich euch geschuldet habe, plus zusätzliche 17 Goldstücke als Zinsen oder was. Mir ist bewusst, dass so ein bisschen Zinsen natürlich nicht den Verlust und meinen Fehler wieder gut machen, aber ich will das jetzt hier nicht, ich will nicht noch mehr Geld auftreiben und euch und so weiter und so fort, damit das nicht alles noch länger dauert. Ich hoffe, dieses hier findet euch bei guter Gesundheit an. Vielen Dank. Liebe Grüße, Ophilis, erster Assistent des Unterschatzmeisters Zenk, aber erster Assistent immerhin, der hohen Halle von Baldur's Tor. Wenn ihr euch nicht an mich erinnert, ich bin der Kerl, der euer Gold verdaddelt hat. Ja, super nice, aber da er persönlich vorbeigekommen ist, warum braucht er dann noch eine... Muss er das denn noch beschreiben? Also, warum braucht er denn noch einen Brief? Es sei denn, er geht schon davon aus, gekillt zu werden. Hier liegt auch noch ein Schreiben. Na gut, ich würde mal sagen, ich loot hier den Kram. Und beim nächsten Part gehen wir dann da nach oben. Und eigentlich müssten wir doch nach unten. Naja, finden wir bestimmt alles raus. Okay, dann mal reinhauen. Sweetheart. Und bis dann. Ciao.